Ihr Lieben, herzlich willkommen im Upcycling-Bienenstock. Ich habe da drei verschiedene Bienenarten für euch gemacht. Zum einen aus Eierpappen, also es sind jeweils die Spitzen aus so einem 25er Eierkarton, so einem großen Tablett. Und quasi, das sieht man da gar nicht, zwei Spitzen aufeinander geklebt. Dann habe ich es mit Autodekor bepinselt, mit Gonidekor schwarz die Streifen gemacht. Und die Fühler und die Stachel sind Wattestäbchen. In Outdoor-Schwarz habe ich es tupft, könnt ihr aber auch mit Gonidekor machen. Und die Augerl sind auch Gonidekor, könnt ihr aber auch mit Dekopointer machen. Die Flügel sind aus Papierdraht und geklebt alles mit Ruppelkohl. Dann unsere große Biene ist auch mit Outdoor-Dekor gemacht. Genau, also ihr könnt sie so abkleben. Das war eins unserer ersten Mutter-Tochter-Projekte, haben wir einfach mit drauf losgepinselt. Hinten befüllt mit Heu, Halmen, Zäpfen, damit sie die Insekten einnisten können. Und da könnt ihr entweder auch direkt auf die Dose basteln oder wir haben da mit Magnete und Kronkorken so lustige Augerl gemacht. Und auch mit Gunnedekor oder Dekopointer, wie es euch gefällt. Und das sind Marmeladedickerl. Hinten einfach so ein Barbecue-Spieß mit Ruppelkohl reingeklebt. Im Papierdraht haben wir in deinem Fall auch schwarz eingefärbt mit Gunidekor. Und da haben wir einfach Outdoor-Dekor gelb auf einen schwarzen Deckel getupft. Und die Kronkorken, man sieht es da nur durchscheinen ein bisschen, mit Outdoor-Dekor weiß betupft und dann eben wieder Gunidekor weitergemacht. Und auch wieder mit Ruppelkohl geklebt. Wir haben da ein paar verschiedene Varianten gemacht. Man kann sie einfach ganz gut austoben.